gedenken. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Völlig unverfroren. Schwer zu sagen, was mich da drin erwartet. Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Warum sind hier nur so viele Vasen? Incendio! Confringo! Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Baby. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Ich weiß nicht, was gerade los ist, ey. Ich weiß auch nicht. Ich habe es gleich. Nur noch eine Vase. Woher weißt du das? Hat sich wieder beruhigt. So, die Frage ist, mit Quests, ob ich mit Nebenquests mehr EP bekomme. Das war's. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Aber es sind halt trotzdem, es fehlt halt doch noch einiges. Ne? Mysteriös und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Weil 5 Level sind halt schon viel. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Oh, wirklich? Ja. Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, gib mir das dass keine EP? Hatte. Doch, gib mir EP. Es gibt um einiges mehr EP, aber wie viel EP brauche ich denn bis auf Level 34? Wenn mich noch einer nach ihr... Verzeihung, Sir. Ich kann mich nach dem... Ich sollte jetzt gehen. Vielen Dank. Passen Sie lieber auf Ihre Sachen auf. Catherine würde einem noch die Augenbrauen aus dem Gesicht klauen. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen, wenn es dunkel ist. Warten. Es ist dunkel. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen. Ein Haufen Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Folge der Spur aus Münzen. Revelio! Ah, da. Hab ich nicht gesehen. Die Frage, wie lange ich da dann noch hätte, bis ich auf das Level zu kommen. Revelio. Mehr Gold. Ich muss in der Nähe sein. Alles ruhig.
zu ruhig, finde ich. Revelio. Renrock hat euch alle in den Untergang geführt. Wo, wo sind die Spaßmünzen? Revelio. Da. Ah. Da. Oh, welch angenehme Überraschung. Da. 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 Hup! Da! Revelio! Wieder da hoch. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Sich nicht das fighten. Revelio. Da. 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 Ja, ist so gut. Da. Tja. Da. Magst du Schmerz? Da. Wir holen uns zurück, was uns gehört. Da. Ich habe gerade keine Lust, euch zu machen. Revelio. Oh Junge, was ist Alter? Wie weit denn bitte? Ein Niffler? Es war doch nicht Catherine Haggerty. Das Erbstück der Haggertys sein. Wo ist er jetzt? Da ist er hin. Wo ist er hin? Da hinten ist er. Hä? Revelio. Hä? So oben. Moment.
Revelio. Revelio. Oh Gott, a Nifflerfang. Pain in the ass. Wo ist er hin? Revelio. Du bist im Sterben hier, was? So. Junge. So nehme ich. Wie Mr. Haggerty die Neuigkeit wohl aufnimmt? Seine Schwester war nicht die Diebin. Und das Erbstück kehrt zurück an seinen Platz. Was haben wir für eine Uhrzeit? Halb elf. Kriegen wir Level 34 hin? Mit Nebenquest-Spam? No. Sie hat sich wohl reingeschlichen, als ich schlief. Gute Neuigkeit. Ja, das habe ich tatsächlich. Wir leben in einer seltsamen Welt. Nifflermaske, nice. 180. Die Frage ist so, wie viel EP gibt eigentlich Stuff? Ne? Nee. Wie viel EP ich brauche? Ich weiß es nicht mal. Guck mal, das mit Poppy. Machen wir mal das. Ich glaube, also meine Schwierigkeit gerade ist, was gibt EP? Gibt das hier EP, wenn ich das mache? Ich glaube nicht, ne? Revelio. Wo ist der letzte? Ah. Junge. Confringo. So. Da wäre mehr. Es gibt auch 80 EP. Irgendwie überspringen? Nee, kann man nicht. Ja, es gibt mega viele Dinge noch zu tun, so. Ne? Sieht ziemlich dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Also easy EP. Das ist halt 4 Level. Hm. Kommt halt davon, dass ich nicht viel Nebenstuff gemacht habe. Zum Ende. Du bist hier. Ja, ich bin hier. Wenigstens sind wir aus dem Unterricht raus. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek. Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle, von der Doran sprach. Beeindruckend.
Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht. Aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Oh, ihr kennt noch die Quests von Dobby machen. Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Phönix. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Können wir auch noch machen. Das stimmt. Bing! Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Platsch, platsch, platsch. Mondsteingarten. Oh. Du glaubst die Gerüchte über die Höhle doch nicht, oder? Wir finden es wohl heraus, was? Muss auch hier drin bienen. Not the bees! Ja, wenn man die auch nicht anders öffnen kann. Ich bin ein bisschen unterlevelt, ha? Das ist der Level 30. Oh gut, also nicht viel unterlevelt, aber ein Level unter. Oh hey! Fupa! Ach, wie bitte? So müssen die Gerüchte über die Höhle begonnen haben. Fupa-Gesang soll alle, die ihn hören, in den Wahnsinn. Wenn der Mondstein hier ist und die Fupa auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Warum bin ich nicht überrascht? Erst die Fupa und jetzt das. Okay. Ich denke, wir sollten Motten finden. Ja, ja. Ja, Musik, danke. Lumos. Lumos. Muss ich auch machen. Da ist nur Geld. Vielleicht helfen uns die Runen an den Wänden. Was? Nee, denke ich nicht. Kann nicht sein. Das war der. Und der Kreis. Diese Kiste. Und der letzte ist. War der Kreis. Und der Kreis. Lumos. Lumos. Tada! Noch ein Hindernis. Egal. Ich bin sicher, wir finden einen Weg hinüber. Akio! Kann ich die da nehmen? Ist die Frage. Lumos. Lumos!
Ja, ich kann die nehmen. Offen ist offen. Nett. Verstehe. Hi Merlin, es ist wunderschön. Lumos. So. Einmal. Help. Ich wollte nicht hier unten landen. Oh no. Ich muss wissen, ich bin hier falsch. Oder muss ich da jetzt wieder durch? Oh, fuck. Habe ich es gerade verkackt? Wo komme ich hier irgendwo hoch? Oh, shit. Ah, da. Gut. Lumos. So. Ich hatte gehofft, wir müssten das nicht nochmal tun. Incendio. Aua. Sieh mal, dort, wo das Wasser brodelt. Seltsam. Ja, ja. Schauen wir uns das näher an. Ganz deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Je nachdem, wie lange all die Nebenquests dauern und wie viel geben. Bei Merlin. Aus der Nähe ist es noch schöner. Ich bin ganz sicher. Bei dem, was Fupa anrichten können, hätte ich nie gedacht, dass ich mich freue, so viele zu sehen. Ich weiß nicht. Ich höre Ihnen jetzt eine Weile zu und verliere langsam den Verstand. Tja. Sehr lustig. Ich dachte, dass das beweist, dass die Wilderer noch nicht hier waren. Falls der Mondstein hier sein sollte. Ja. Ich gerade eingesammelt habe. Gut gemacht, Papi. Das war also tatsächlich die richtige Höhle. Zum Glück. Wir brauchen jeden Vorteil, wenn wir die Schnatzer vor den Wilderern erreichen wollen. Wir sollten Dorans Vorschlag folgen und den Mondstein zum Steinkreis bringen. Okay. Gehen wir? Ja. Wir sollten es bis Einbruch der Dunkelheit schaffen. Ach, die Tintillas eh. Der Steinkreis. Genau an dem Ort, den Doran uns genannt hat. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir wussten, dass es hier um den Mondstein geht. Aber Doran sagte nicht, was passiert, wenn wir ihn in den Steinkreis legen. Doran würde uns nicht wissentlich in Gefahr bringen. Du hast recht.
Ich mache mir. Aha, es ist eine Falle. Los, lass uns weitergehen. Oh, no. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist da drüben. Übrigens, wie geht's deiner Oma? Oma kann nichts erschüttern. Sie hat einen Katzenjammerzauber gewirkt und gedroht, jeden Wilderer lebendig zu häuten, der auf ihrer Schwelle auftaucht. Ich fühle mich glücklich, dass sie wegen mir gekommen sind. Sie ist bestimmt froh, dass du dich um die Schnatzer kümmerst. Das hoffe ich. Oma weiß, wie wichtig es ist, die zu beschützen, die Schutz brauchen. Hier. Ich könnte meinen Besen benutzen, aber darf ich nicht. Mann, ey. Ich denke, wir können ziemlich sicher sagen, wo der Mondstein hingehört. Ja. Wow! Poppy so. Wow! Ganz Munkhalb. Nein. Voll lustig. Das war ein Mondkalbtanz. Weißt du, wie selten man so etwas zu Gesicht bekommt? So etwas passiert nur bei Vollmond. Obwohl da dieses Mal vermutlich der Mondstein nachgeholfen hat. Ist das Muster, das sie auf dem Boden hinterließen, normal? Das ist Teil des Tanzes. Das Muster ist allerdings immer anders. Wir sollten es aufzeichnen, um es besser verstehen zu können. Kann's kaum erwarten, Oma zu erzählen, dass ich jetzt schon 2 Mondkalbtänze gesehen habe. Sie wird platzen vor Neid. Du hast das schon mal gesehen? Das erste Mal war reines Glück. Ich saß auf Wolkenschwinge, sonst hätte ich es nie gesehen. Es war die Nacht... Nun, die Nacht, in der ich Wolkenschwinge begegnet bin. Ich würde das gern hören. Ich wüsste gern, woher du Wolkenschwinge kennst. Tatsächlich möchte ich, dass du es weißt. Oh, weiß. Vor etwa 5 Jahren wurde Wolkenschwinge von Wilderern gefangen. Zuerst wollten sie sie verkaufen, aber dann entschieden sie sich dazu, sie zu töten. No. War wohl profitabler. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich habe Wolkenschwinge befreit und wir sind geflohen. Wir flogen ewig, bis ich tanzende Mondkälber entdeckte und wir bei ihnen landeten. Für mich war es ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass das Schlimmste vorüber war. Wie meinst du das? Du hättest genug und das Schlimmste wäre vorbei. Du musst wissen, als ich Wolkenschwinge befreite, lief ich von zu Hause davon. Aus einem Wildererlager. Ich stamme aus einer Wildererfamilie. Bei Merlin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Poppy. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich fühlte mich nie wohl. Oh. Je älter ich wurde, desto offensichtlicher wurde es. Oma hat jahrelang versucht, mich von meinen Eltern zu sich zu holen. Als ich dann mit Wolkenschwinge geflohen bin, bin ich natürlich direkt zu ihr geflogen. Wie mutig. Ich bin froh, dass du entkommen bist. Ich auch. Als ich klein war, gab es so viele Kreaturen, denen ich nicht helfen konnte. Das soll sich jetzt ändern. Nach dem, was ich gesehen habe, tust du genau das. Ich hatte ja auch Hilfe. Ich habe noch nie davon erzählt, aber ich bin froh, dass du es weißt. Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Gut, dass du es mir gesagt hast. Wir sollten zurück zu Doran. Er muss das Symbol sehen. Und wir müssen gegen die Wilderer vorgehen. Mondstein, lassen wir jetzt Wenn hier. Wenn du den Mondstein holst, kann ich für Doran eine Skizze des Symbols anfertigen. Bist du mit der Zeichnung fertig? Ja, ja, in der 2 Sekunden. Ich glaube, das Muster ist ein Vogel. Sieht jedenfalls so aus. Stand im Tagebuch nicht, der Schlüssel zu den Schnatzern sei das Mondlicht? Natürlich, das ist es. Das müssen wir Doran zeigen. Obwohl ich nicht weiß, wo er um diese Uhrzeit ist. Vielleicht sollten wir zum Schloss zurück. Wir können ihn suchen, wenn wir uns ausgeruht haben. Na gut, ich bin jederzeit bereit zu gehen.
Wie viele EP gibt das? 180. Ist das schon Level Up? Nee, gerade so nicht. Das ist ja doof. Hey, hey, hey. Ritter. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Okay. Hey. Was? Wie genau? Achso. Zwei, drei, vier. Junge. Sind die verschieden groß, sind sie nicht? Hä? Hä? Wie geht dieses Rätsel? Ich bin fest. Hat's auch noch eins. Okay. Wingardium Leviosa. Aha. Die mussten einfach nur spawnen. I see. Wingardium Leviosa. I see, I see.
Damit wäre das erledigt. So, das wäre Stufe 30. Jetzt kriege ich mir nur 4 Level. Oder? Ist das ein Level Up? Nee, es reicht immer noch nicht. Was? Revelio. Ich hätte gerne Anzeichen, ich würde gerne wissen, wie viel EP mir fehlen. So. Wingardium Leviosa. Revelio. Oh, das habe ich ja nicht verstanden. Wingardium Leviosa. Keine Ahnung, was ich deren Meinung nach hier sehen soll. Ich glaube, ich weiß, wo Doran ist. Du findest mich im verbotenen Wald. Lass uns Doran von dem Symbol. Bei den Drachenkämpfen zu wetten, war meine bisher beste Entscheidung. Ich sehe. So geht das also. Aha. Da drüben. Lumos. Revelio. So. Sorry, ich muss dich kurz aus dem Weg räumen. Lumos. Uhr. Schwierig, hä? Ich habe noch kein Level Up. Alter, das ist gerade. Das ist echt friemelig. Es ist die ganze Zeit da oben. Ich weiß nicht, wie viel EP mir fehlt. Das ist ein bisschen dämlich. Revelio. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Expelliarmus! Incendio! Ja, ich kann aber immer vier feststecken, ist okay. Gratius! Expelliarmus! Incendio! Okay, Level 30.
4 Level. Wenn die Katze sich über so lang wehrt. Die geben halt nicht so viel, ne? Ich müsste eigentlich schon ihr... Das ist Max Level 35. Wir können so ein bisschen. Ja, 35. Ja, das ist aber auch krass, dass sie dich zwingen, basically ein Level unter Max Level zu sein für die Story abschließen, nicht? Also. Ist schon ein bisschen rude. Ich kann nicht dorthin zurück. Hallo. Gib mir deine Quest. Es tut mir voll leid. Es tut mir wirklich. Ich weiß zwar nicht was, aber es tut mir leid. Ich kann helfen. Wenn ich Zeit. Ich weiß zwar nicht bei was, aber ich kann helfen. Wo könnte diese Agromantula-Höhle sein? Einer am Arsch der Welt. Du warst am Ende bei Level 33. Oh. Halt, Level 34 sein zu müssen, ist schon ein bisschen brutal. Vor allem, ich habe jetzt die letzte Quest da, die ich gemacht habe, war, glaube ich. Was war da überhaupt für das Requirement? Revelio. Oh nein. Ich bin in Hogsmeade gelandet, ja. Piu, 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 piu. Ich bin schon lieber, wenn die Map keine Ahnung hat, wo es mich durchschicken soll. Ich liebe es. Map ist so... I don't know. Geh halt irgendwo hin, I guess. I don't know. Map ist so, hä? Ich kann ja nicht sagen, wo du gehen musst. Ja, nee, die Map hilft mir gerade gar nicht. Hat's auch eine Quest. Incendio.
Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Was hier wohl noch drin ist? Spinnen. Hättest du nicht gedacht, ich weiß. Bin toll. Okay. Ich bin kein Bock zu kommen. Ist das die Akromantula-Höhle, die Mr. Adley erwähnte? Confringo! Bossfight, Bossfight. Oh, ist die Spinne? Spinne! Ah, das ist also der Flüchtige. Spinne. Das war gut. Alter, gib mir halt zwei Sekunden. Ah ja, easy. Junge! Ich liebe das nicht einfach. War das Stream aus? Mein Internet hat rumgespackt, aber eigentlich bin ich schon seit einer Weile wieder da. Also mein OBS hat rumgespackt. Kann sein, dass es nicht reloaded hat. Also was suche ich genau? Hä? Confringo. Hä? Ich weiß gar nicht, was ich suche. Leichen. Was suche ich genau? Hä? Bin ich dumm? Yeah.
Ah, da ist es. Ich muss Mr. Adley dieses Erbstück bringen. Kann ich sagen, fuck it? Ich kann sagen, fuck it. Alter, aber jetzt 4 Level Farm, das ist ja brutal. Vor allem, es zieht sich schon. Alleine schon die Distanzen, ne? Ich weiß gar nicht, wo das hin war. Das Eckstück zurück nach zu Edgar. Kannst du mir so einen zeigen? Ah, dahin. Schnell hin! Schnell hin. Was für Battle? Okay, die Arena-Battle. Was meinst du noch mit Bayern? Mr. Adley. Wie schön, dass... Was verkaufen Sie hier? Zaubertränke? Milo kann nun in Frieden ruhen. Seine Wünsche wurden erfüllt und seine Tochter hat etwas, das sie an ihn erinnert. Toll, danke, tschüss. Vor allem finde ich es, ich finde es halt ehrlich gesagt mega weird, weil ich gerade vor die Quest, die eine Quest vorher, kannst du easy machen und dann einfach, ist es so, ja, bin mal ein Level unter Max-Level, so, was? Also, Arena-Battle? Ich weiß aber nicht, was das sein soll, was ist Arena-Battle? Da ist mit einem Nettie getroffen. Also weißt du, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also finde ich, bin ich gerade auch, weißt du, ich meine, ich finde es ja okay, wenn du sagst, ey, eine Hauptquest vorher ist halt Level. You know. Ist halt irgendwie Level 30 und dann sagst du, okay, dann ist halt die nächste Quest Level 31. Wenn halt ein Level so, ah ja, je nachdem musst du das vielleicht farmen, ein Level. Aber irgendwie. Es fühlt sich so an, als ob sie dann so kommen von wegen. Als ob die Developer kommen von wegen. Haben wenigstens Zeit, unser Spiel zu verbringen, damit du es beenden kannst. Fuck you. Und das fühlt sich nicht geil an. Das fühlt sich, bin ich halt ehrlich, das fühlt sich scheiße an. Bin ich nicht so Fan von. Ich bin bereit. Gut. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. So, das habt ihr jetzt zur Folge, dass ihr mich zwingt, so viel zu leveln. Ja, ja, Quest. Okay, gut. Da habe ich denn keine Lust mehr. Honestly. Vor allem ist es so arbiträr, wie viel EP man braucht für den Scheiß. Ne? Du siehst gar nicht, wie viel EP du brauchst für ein Level. Hm. So, Ärger, kriegst EP! Bist du okay. Sein. Guten Tag. Wenn Sie... Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Nun zu Mr. Biggs anderen zwei Freunden. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Ich hoffe, er hat es nicht... Danke, dass Sie mir das... Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Und dahin. Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Biggles fehlt noch. Ihm 3 Besen. Sie respektieren deine Zeit nicht. Ja, das hat was. Von wegen, Junge.
So, hallo? Mrs. Rape sollte in der Nähe sein. Ah, tut mir leid, dass ich nur 20 Stunden in dem Spiel verbracht habe und nicht 25. Mrs. Rape? Kann ich mit Ihnen über so was Ähnliches in Lies of P? Lies of P weiß ich nicht. Bisher habe ich nichts gesehen, wo so. Vielen sowas Dank, hätte. Mrs. Rape. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist ach so, fünfmal durchspielen für das richtige Ende. Das ist ein gutes Beweis. Ja, gut. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Ich habe mit Mr. Biggles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Nutty finden. Aber im Prinzip, ich weiß nicht, dass. Es kommt darauf an, wie es gemacht wird. Ich meine, weil Nier hatte das Gleiche. Nier hast du auch gefühlt viermal durchspielen müssen, um das True Ending zu bekommen oder so. Das ist halt die Frage, wie es aufgegleist wird. Ich habe auch schon, also ich habe schon gesehen, dass man die Puppen nicht versteht, gerade die Bosspuppen. War so, okay, das ist definitiv ein New Game Plus Thing, dass man dann verstehen kann, was die sagen. Die verspätet sich nie. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Stell dich der Hase, wo ist sie denn? Weißt du das, Bayern? Kannst du mir sagen, wo die ist? Jetzt können wir die spammen. Nutty muss hier irgendwo sein. Nuttys Zauberstab? Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Sie steckt in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, was mit ihr passiert ist. Revelio. Oh. Gratis 80 XP. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Nutty muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Fellcroft. Die Fußabdrücke Region. Führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Eine Geheimtür. Wow. Nutty muss hierher gebracht worden sein. Ich muss sie schnell finden. Ich finde es krass, dass die Leute immer so krasse Keller haben. Was läuft mit denen? Ich sollte mich nicht sehen lassen. Nicht genug. Er will sie lebend. Nur jemand von Hogwarts wäre arrogant genug, allein hierher zu kommen. Wo genau muss ich hin? Halt einfach Ausschau. Ich habe genug von Feldcroft. Ich hoffe, ich muss es nie widerstehen. Ich traue Redrock nicht. Das haben wir. Okay, ich kann hier durchschleichen. Wie konnte ich mich da reinziehen lassen? Wenn jemand Ärger sucht, bin ich genau die Richtige. Wegen Teig einen Besuch abstatten. Okay.
höchste Zeit, dass wir es einsperren. Ich muss da hoch, hä? Haltet Ausschau nach ihrer Freundin, wenn sie dumm genug ist, hierher zu kommen. Guten Tag. Sind hier am Boden. Ich weiß noch, wie mein Vater von diesen Zeiten sprach. Aber jetzt, da ich sie selbst erlebe, erzählen sie eine andere Geschichte. Ich habe jeden reisenden Händler überfallen, der hier vorbeikam. Sie haben es nie erwartet. Da kommt hier hin. Nach Mucksmäuschen still hier. Nicht, dass mich das stört. Man kann über Fake Drop. Junge. Ist einfach nicht den richtigen Gegner anvisieren wollte. Wieso? Ja. Kannst du reingehen? Oi, oi. Hä? Ziehe ich immer den kürzeren. Ich glaube, die sind oben. Alter, die sind zum Teil so laut. Wir sollten noch mal mit ihr reden. Vielleicht kann sie uns sagen, wo wir ihre Freundin finden. Sie schweigt hartnäckig. Der Boss kümmert sich um sie, wenn er da ist. Du hast Ärger. Wer mich nicht pünktlich bezahlen kann, den lasse ich bluten. Was ist da los? Was? Was tust du im Schild? Expulso! Oh. Ja, dann halt so. Dann halt so. Ja, gut. Nati muss hier irgendwo sein. Hallo. Mr. Rabe? Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Kann ich auch mitnehmen. Huch. Ein Zauberstab ist in diesem Raum. Das spüre ich. Hä? Was genau suche ich? Revelio. Ich weiß nicht, was ich suche. Hä? Was suche ich? Was hältst du denn von Elektrizität? Aliamos, Incendio!
so. Revelio. Ratekiste. Das Buch mit den Gedichten, das Agabus Filgert gestohlen wurde. Er wird sich darüber freuen. Dibbles Liebesbrief von Rosie. Ich sollte ihn zerstören, wenn ich ihn finde. Ich brauche einen Zauberstab. Das ist nicht der Zauberstab. Wo ist denn der? Revelio. Drüben ist noch was? Nee. Oder braucht er einen Platz im Inventar? Das wäre doof. Hä? Ist der da vorne im Raum irgendwie drin? Ah ja. Jetzt bin ich verwirrt. Muss bei den beiden sein. Hä? Warum zeigt's mir dann nichts an? Mr. Rapes Stab könnte da drin sein. Wo drin? Revelio. Oh. Hallo, Homura. Ah, Yonigani. Hiya! Ich muss auch direkt davor stehen muss. Er wird erleichtert sein. Ich warte. Boop. Let's go. Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Toll. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Gehen Sie schon vor. Finden Sie Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Da ist noch jemand mehr hier. Ich habe alle kaputt Vielen gemacht. Dank. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Hä? Ja. Wir müssen alle bezahlen. Na? Na, Tines, cool. Ich hab schon mal aufgeräumt. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow ein für alle.
Pass auf, die Arschwinderinnen sind stark. Ja, ich habe mich eigentlich schon fertig gemacht, ist okay. Natsai Onai, ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Ah. Iskorape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Sei vorsichtig. Aber sie sind schon alle tot. Ja. Also gut auf dich auf. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr... Ja, Gefahr, bla, bla, bla. Ja, Officer. Hab. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Alter, ich hab hier voll Sturmböen. Mein Mantel hat Sturmböen, Guys. Nur 180 EP. Holy Shitaroni. So, wo ist das? In Feldcroft-Region? Vasenmanöver. Feldcroft. Wo ist Feldcroft? Wo ist Feldcroft? Ich weiß noch nicht, wo Feldcroft ist. Wo ist Feldcroft? Ah, das kann ich immer noch machen. Moment. Geh mal kurz Poppy machen. Ich weiß nicht, wo Feldcroft ist. Ben, schick mal Link mit den genauen Dingen. Und das geschah, nachdem du den Mondstein platziert hattest. Weißt du, warum oder was es bedeutet? Hat es mit den Schnatzern zu tun? Das Wissen einer Person kann weit sein wie die See. Doch seiner Tiefe sind Grenzen gesetzt. Hallo, Doran. Schön, dich wiederzusehen, Doran. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Dankeschön. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Okay. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monaten sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderen erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkälber entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte, fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht... Geil. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Wo ist dort? Und sagst mir nicht, wo dort ist? Ah. Ich schließe den Zauber an. Oh, wow.
Kann aber Phönix mit Deke machen. Na dort! Also dort! Ich verstehe. Okay, Felcroft. Da? Na, Arendelle. Cambridge? Nee. Sieht er so aus wie da? Moment. Die Quest habe ich schon gemacht, Bayern. Oder muss ich mit der Statue nochmal interagieren? Da? Ah, das ist eine Kampfarena. I see. Ich verstehe. kann ich irgendwie Heiltränke kaufen? Muss ich die jetzt alle machen gehen? Ich habe mein Erbstück zurück. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Auch nur Material. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Schwer zu sagen, was mich da drin erwartet. Wie man das macht. Oh, hi. Sicher bis London gespürt. Aua, aua, aua. Oh.
Aua! Junge. Wie lange mache ich wir das? Wir besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen, um Hallo aufzuhalten. Findo! Es leckt gerade richtig hart. Au! Einfach Frame Drop, Alter. Zeit. Junge! Mach einfach Physik-Sinoskop, ist okay. Fertig. Letzte Welle. Ach nö. Magst du Schmerz?
Au. Oh, wenn das Anvisieren ein bisschen besser funktionieren würde, wäre so geil. Junge. Oh, wenn das Anvisieren ein bisschen besser gehen würde in diesem dummen Spiel. Junge! Was? Dass ich gegen 20 Leute gleichzeitig kämpfen muss? Nee. Warum spawnen auch die ganze Zeit neue Gegner? Das ist nicht lustig. Heieiei. Die halten echt viel aus, ja. Heieiei. Nicht nochmal. Ja, gut. Es war kein Level. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt.
gibt davon bestimmt mehrere anscheinend. Alter, mir fehlen aber so viele Level. Ah, da muss ich hin. Oh mein Gott. Das ist doch so. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Oh, Mensch, den Teller ist in das Regal gesprungen. Was macht ihr denn da? Junge. Eieiei. Einfach unglaublich. Expelliarmus. Was? Einen Moment. Was machen die da? Was tust du da? Ey. Was? Ich darf's tun. Ja. Bist du so frech, ne? Jo. Eie, wo bist du hin? Oh no. Nicht ihn abhauen. Will ich nicht? Okay. Jetzt auf meine Schulter abhauen. Oh, come on. Ja. So ein Frechdachs, ey. Verschlimm. Schlimm ist das. Der ist schlimm. Der Schlimmer! Frecher, frecher Dude. 60%. Also wie viel Prozent von einem Spiel muss man haben für Level 34? Poppy, darf ich mit dir reden? Junge, darf ich mit dir reden? Spiel. Warum nur hinten? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Siehst du das Symbol über dem Eingang?
Die Mondkälber am Steinkreis haben das Gleiche gemacht. Doch, jetzt kennst du dich mehr. Das Problem ist, wenn sie halt ins Regal gehen, lagen sie am Regal. Das will ich nicht. Hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Lassen wir ihn nicht warten. Ja, ja. Du frechiger, du. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer. Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Kann ich davon mitnehmen? Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran. Hast du Moment? Ich muss Kniesel haben. Auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg? Boah, Kniesel. Ein Kniesel. Ich glaube, das sind weibliche Kniesel. Das ist meine Kniesel. Das ist der letzte. Das ist der letzte Kniesel. Nee, du gehst jetzt nicht mehr ins Regal. Nee, muss ich schon mit Arresto Momentum machen. Arresto Momentum. Fail! Hello you! Danke für den Raid. Ja? Gott, die Chinchillas, ey. Was macht er schon wieder? Dude! Alter. Moment, meine Chinchillas machen gerade Scheiße. Jetzt ist fertig. Wie? Holy fucking. Dude! Day! Ja, nee. Nee. Day. Holy shit. Stop! Ey, dieser kleine Scheißer will unbedingt mein Regal essen. Du bist so ein kleiner Scheißer, weißt du das? Weißt du das? Ja, ja. Guck mal, der Dumbo. Du bist so ein frecher Scheißer. Ja, ja, I know. Findest du doof? I know. Oh no, im Regal. Ja, yeah, you're not supposed to eat it, you know? Du bist so. Ja? Jetzt tust du doof. So ein Scheißer. Ja, das Regal ist lecker, toll. Mein Ikea-Regal. Mm, ist ein Kallax. Kallax ist gut, weißt du? Kallax schmeckt lecker. You're not supposed to eat it. Ja. Hier ist noch Frechdachs Nummer 2, bevor ich den wieder reinpacke. Look at him. He's adorable. Yeah, you're cute. Hm? You're cute. No. Jetzt geht's wieder rein. Fertig.
ja. Hallo. Es war gerade echt ungünstig, dass die Gingers jetzt gerade Scheiße bauen mussten. So. Ich weiß gar nicht, ob mein Shoutout-Button funktioniert. Let me see. Maybe not. Hallo? Hallo? No. God damn it! Ich ja nicht, jetzt alles voll mit Haaren. So, wir haben ein Problem. Was gab's eigentlich bei dir? Doch, ich hab's gelesen, ne? Du war God of War, ne? Boy! Muss ich auch irgendwann noch spielen. Ich würde es echt gern spielen. Ich habe auch zu wenig Zeit. Zu viele Games, zu wenig Zeit. Ich habe ein Problem mit dem Spiel. Ich zeig dir das mal kurz. Und zwar, die allerletzte Hauptquest ist fucking Level 34. Die haben einfach einen Level-Jump gemacht von ihr über 5 Leveln. Weil, haha, funny, you have to play our game more. Be like, oh. Und ich weiß nicht, wie ich die fucking 4, mir fehlen 4 Level immer noch. Und ich, aha, die Farm ist, bin ich nicht ein Fan von. Hallo. Ich grüße euch. Hi! Ich hoffe, du wartest noch nicht lange. Entschuldigung, das war der falsche Knopf. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht. Ich wollte dich nicht alle rauen. Erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Ja. Gewiss. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Ja. Und was geschieht jetzt? Ja, lass mich ihn reintun. Was sind diese Säulen hier? Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Danke, Dorian. Sonne Ding. Ich frage mich, ob die Säulen sich bewegen. Auf das Zeichen. Ach, hier. Ah, dann leuchtet das auf. I see. So leuchtet das auf. Und die Frage ist halt, welches ist das? Ist es egal, welches solche welche ist oder gibt es einen Stundenzeiger und so? Oh, gibt's einen Stundenzeiger? Das war's. Da, Dorian. Nee. Ein Durchgang. I don't fucking know, man. Ich nehme an, wir alle wissen, was dahinter liegt. Und jetzt muss ich euch verlassen. Mein Discord checken nur mit Della Vorerst Murphy. Jedenfalls. Yes? Du kommst nicht mit rein? Wenn die Schnatzer hier sind, wird die Herde sich selbst von Who der this? Wahrheit überzeugen wollen. Bye-bye, Seppo. Danke fürs dabei sein. Geht ohne mich. Schlaf gut. Ich werde zurückkehren, sobald ich kann. Blocken, oder wie? Meine Chance. Nein, ich will nicht. Nein. Lass mich in Ruhe. Soll ich einfach schreiben, whatever you want to sell me, I'm not interested.
Ah! Bitteschön. Nee, aber wenn du so eine sowas. Nee. Nee. Ja, die ist mir auch gejoint. Ich glaube, die war bei dir im Stream drin, ne? Das war ja geil, an Stream stehen. Also müsst ihr ja vermutlich irgendwie über deinen Twitch Account gefunden so haben, you know, den Discord. Du kennst das Arbeitszimmer meiner Oma nicht. Ja, nichts im Chat geschrieben, das meine ich auch nicht. Aber sie vermutlich einfach über Twitch, oh, kleinere Streamer, einfach alle durchgehen. Das sind alles Tierwesen. Und auf die Discords joinen und anschreiben. Sein. Sie hatten nichts zu befürchten. Wie kommst du darauf? Die Wildererlager fühlten sich immer so erdrückend an. Ja, das hat sie gerade auch. Ich habe gesehen, die ist auch beim Discord gejoint. Für mich. Hier spüre also entweder ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wildererlager. Ich habe es schon aufgeschrieben. Whatever you wanna sell me, I'm not interested. Ich mache ganz tolles Emotes. Hast du meine Emotes gesehen? Fuck you. Ich habe die besten Emotes. Nein, habe ich nicht. Die besten will ich nicht sagen, aber ich habe ein ordentlicher, würde ich sagen. Incendio. Feuer! 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 Was muss ich hier so? Ich suche nach einem Schnapser. Also. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Indem wir klettern. Ah. Auf der Seite ist aber nichts. Ich dachte, vielleicht ist hier noch ein Ding. Feuer, Eis. Feuer. Incendio. Nee? Nee. Okay. Es steht da irgendwie mit Eis, aber was genau ist damit gemeint? Oh, da ist eine Kiste. Jung. Ist da drüben dann doch noch eine? Habe ich die übersehen? Ah, da ist es. Umgekehrt. So. Ah. Die Bodenplatten sind mit Symbolen. Ja, versorgt. Nein, wirklich. Umgekehrt? Feuer auf Eisen, Eisen, Feuer? Ich bin gut mit Magie. Wingardium Leviosa. Nee. Ha? Gibt es irgendwas anderes, was mir sagt, was wohin gehört? Das sehe ich echt schlecht. Ob hier in der Nähe sonst noch irgendwo Symbole sind, die zu den Platten passen? Oh mein Gott. Hä? Stimmt das jetzt?
Weißt du, das Dumme ist, man sieht echt schlecht, was ich hier tue. Dinge zu drehen ist absolut furchtbar. Hä? Ich bin... was? Ha? Meinst du knallen, also fallen lassen drauf? Runterhauen drauf? Maybe. Nee. Hä? Muss ich noch einen Feuerzauber drauf machen? Incendio. Oh! I do! Nun. Also. Natürlich! Wie clever! Ja, ich bin nicht clever. Hallo! Betty! Tag. Hallo. Nicht dauern. Hier ist sicher. Gelb. Sollen wir beenden? Ich mag keine. Oh, guten Tag. Das ist schön für dich. Freut mich ja. Hallo! Und sit down! Hi! Na? Pferde! Pferdemände! Oh mein Gott, sie helfen uns! Schön! Hup! Hup! Hallo! Was ich getan habe, keine Ahnung, ihr greift mich an! Oh, fragt ihr, was ich getan habe? Jo! Was hast du getan? Hä? Ihr greift mich an. Ich frag mich auch immer. Oh. Nein! Oh. Anvisieren bei dem Spiel. Furchtbar. Ja, schießt Pfeile nach ihm, los! Nee. Ha, deleted! Einer. Das ist kein fairer Kampf, korrekt. Ihr seid in der Überzahl. Ich danke. Glaube, das waren alle. Seid ihr unverletzt? Ja, danke. Ich wollte zurückkehren, bevor es zu spät ist. Danke, Doran. Ich mag dich auch. Uns geht's gut, aber wärst du nicht rechtzeitig gekommen... Und wer bist du? Ich hab sie hergeführt, Hi. Doran. Du hast mit uns gegen deine Art gekämpft. Ich bin froh, das gesehen zu haben. Yay! Jetzt glaube ich, was Doran mir sagte. Yay! Sie sind es, die ich sah, Alec. Beende deine Arbeit hier, Bruder. Noch nicht alles, was du vorhergesehen hast, ist geschehen. Okay, bist du fertig, Pony? Pony ist fertig mit Reden. Pony, 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 Dinge. Rum. We have a moon and we have a sun. Poppy wurde einfach weggeschoben.
So, wo sind hier die Schnatzer? Schnatz dich an. Das ist Schnalzen, egal, whatever. You know what I mean. Da. Da sind sie. Honey. Oh mein Gott, es sind Eggies. Jetzt müssen wir nur noch den Zauber brechen. Und ihr wollt, dass wir... Goldene Eggies. Eggie? Oh, ich sehe mir so gerne Eier an. Sicher sind. Und das sind sie. Das klingt nicht falsch. Du solltest das tun. Ich? Meine Güte. Amazing. Boop. Oh mein Gott. Goldene Eggy. Blip, blip. Sie sind hässlich. Ich liebe sie. Wie wunderbar. Nur wohin mit ihnen? Sie brauchen noch Hilfe. Und sobald jemand von ihrer Rückkehr erfährt... Nuggies! Ihnen wird nichts geschehen. Die Zentauren sorgen dafür. Das schwöre ich. Danke, Doran, für deine Hilfe bei der Suche und deinen Einsatz. Die Ehre gebührt ganz allein dir, Kind. Die Wilderer hätten das nie getan. Vergiss das nie. Ja, wir haben hässliche Eggies, hässliche Birdies. Ihr habt heute mutig darum gekämpft. Look at them. Ab hier zu übernehmen. Wenn es dir nicht ausmacht, Doran, würde ich gern bleiben und noch etwas Zeit mit den Schnatzern verbringen. Oh mein Gott. Sie sind so hässlich, ich liebe sie. Let's go, bye. Muss ich irgendwie reden oder so? Nein, nein. Goddammit, kein Level Up. Oh. Ich bin jetzt schon seit 5 Stunden am Spielen. Ich fehlen immer noch 3 Level. Nee, nicht im Stream interagieren, aber hab doch. Hey, wie geht's? Weißt du, solche Nachrichten kriege ich ständig auf Dings. Auf Instagram. Also ständig. Immer mal wieder. Ich glaube, Instagram immer mal wieder solche Nachrichten folgen. Hey, how you doing? Wir haben hier eine Kampagne und möchten gerne, dass du uns vertrittst. Nein. No. Shut the fuck up. So. Ja, erstmal die anderen Freunde anspammen. Das ist auch nicht gerade so nett. Machst du auch so? Schreibst du auch immer Leute einfach an und bist so, ey. Friend! Ah. Pff, ich bann sie jetzt nicht, aber ich werde sie vermutlich nachher noch vom Discord schmeißen, zumindest. Weißt du? Das neue Discord-Feature hat sich auch geflaggt. Hä? Wie meinst du? Wenn ich das neue Discord-Feature immer mache? Prüfung Merlins? So, was haben wir für ein Ding? Ich bin blind. Revelio. Mitglieder. Wenn ich auf
Mitglieder. Wird dir angezeigt, wie sie sich komisch verhalten? Also wo genau wird das angezeigt? Ah, ich muss es aber an... Nee, Signale? Nee, warte, hä? Also... Wird das vielleicht die DM aktiviert? Nee, hä? Bei mir wird das nicht angezeigt. Nee, wird bei mir gar nichts angezeigt. Hat es bei mir nicht gefleckt, ja. Aber weißt du, was ich mache? Spam melden. Meldung senden. Blockieren. Dann. Und dann hier. Bann. Spam-Account. Bann. Bitteschön. Goodbye. Tschüss. Ah, okay. Ja, bei mir hat es nicht angezeigt, aber manchmal ist es ein bisschen random. So, warte. Revelio. Was muss ich hier tun? Was? Gar nicht so knifflig, Merlin. Was? Servermitglieder anspammt, ja. Ich hab's jetzt einfach als Spam gemeldet. Also, aus meiner DM raus, als Spam gemeldet. Weil, das ist Spam, ja, definitiv. Einfach Leute anschreiben. So, hey, wie geht's? Weißt du, wenn es kein Spam wäre, wäre es zumindest so, hey, ich hab gerade dich erst auf Twitch gefunden oder was. Weißt du, kannst wenigstens so anfangen. Du musst es nicht so verdächtig, aber, hey, how you doing? So. What? The fuck? No? Leave me alone? Und da würdest du dich auch eher, wenn du legit ein Zuschauer bist, auch vielleicht eher eine Frage einfach stellen. So wie like, hey, ich hab dich gerade auf Twitch gefunden. Und wollte fragen, was du so spielst. Oder weiß ich doch nicht, was Leute fragen. Ich weiß doch nicht, was man so fragt, wenn man Leute anschreibt. Ich schreib doch keine Leute an. Lumos. Hä? Dana meint es. Wo, Dana? Ja. Ja, das ist mühsam. Ja. Willst du bitte dahin gehen? Dankeschön. Ich glaube, die alles. Nimm es an. Nein. Warum hat sie mir die sogar geschrieben? Bist du interessiert, um Bilder zu kaufen, oder wie? Habe ich jetzt ein Level an? Nicht jetzt Schluck auf. Nicht. Das hat auch die. Das mag ich halt einfach gar nicht. Wegen, du kriegst so viel XP, aber du siehst deinen Fortschritt nicht, weil es einfach die, keine Ahnung, die letzten 200 EP einfach irgendwo in der Wand oben drin sind. So. Ist es jetzt voll oder nicht? Hä? Aber vor ein paar Tagen mal. Also. Ja, so. Oh, das ist noch eine Karte. Können wir mitnehmen. Das hatte ich auch schon mal eine Person deswegen angeschrieben. Was? Also bei mir tatsächlich eigentlich bisher nicht wirklich. Ich schieb's mir aber auch darauf,
Revelio. Dass ich halt einfach, ne, wenn ich Artist bin, dass die Leute dann eher mal nicht auf die Idee kommen, mich anzuschreiben, deswegen. Gibt Schlosskrachten eigentlich Punkte? Ah. Das wäre gerade lustig, weil gerade die Person angespammt, die mit einem Mod bei Deke befreundet ist. Also die Person, die gespammt hat, ist befreundet mit einem Mod von Deke. Hey. Nee, ich. Ach so! Also, ich verstehe den Satz gerade nicht. Achso, Dana wurde auch angespammt. So. Aber ich meine. Revelio. Dana streamt ja auch. Alle 300 Jahre. Ah, stimmt. Ich bin ja voll. Whatever. Hallo? Hast du Zeit, mir bei einer dringenden Lieferung zu helfen? Nee. Mann, ja, ich würde eigentlich gerne einfach. Boah, ich würde einfach gerne. Quest. Ich würde eigentlich gerne die Hauptquest einfach abschließen können, aber ich habe keinen Bock extra zu farmen dafür. Revelio. Da drüben? Ja. Jetzt mal auf den Berg. Ah ja. Okay. Los. Ha. Hey, Level Up. Ich bin gerade zu dumm zum Schreiben. Ich bin zu dumm zum Reden. Alles okay. Hey, Level Up. Jetzt fehlen mir nur 3 Level. Amazing. Ist die Zeremonie irgendwie interessant? Oder sagen wir einfach, fuck it, wir haben theoretisch überhaupt den letzten Boss besiegt, der scheiße war? Bei einer eiligen Lieferung helfen könntest. Weil ich aber erst gar nicht so Lust, jetzt nochmal den Scheiß. Kommen Sie durch. Ich habe halt keine Lust, fucking 3 Level farmen zu müssen, nur damit ich die Quest abschließen darf. Das ist so. Es ist ein dummer Pokal. Also. Ich bin seit 5 Stunden live, ich habe keinen Bock mehr. Nee, nicht mehr. Aber rein theoretisch, Spiel hat mir gesagt, die Hauptgeschichte ist durch, du kannst jetzt noch die Welt erkunden. Es gibt aber theoretisch noch eine Quest, so offiziell Schuljahr beenden, Hauspokal. Aber die Quest war halt einfach 5 Level über dem, was ich war. Hallo? Hast du Zeit, so. Mir bei einer dringenden Lieferung, weißt du, zu helfen? Ich habe den letzten Boss besiegt und bin 5 Level unter dem Requirement für die fucking Hauspokal-Quest. Bist so, es fühlt sich einfach scheiße an, weil es halt richtig so ein ist, wegen der Developers und so. Spiel noch länger unser Spiel, du musst doch spielen! So, okay. Ist ja nicht mal 100%, nee. Ich will mal behaupten, ich bin jetzt bei 62%. Ich schätze mal, Hauspokal wäre dann so irgendwo bei 80% rum? Habe ich Lust drauf? Das ist doch. Das finde ich nicht. Das finde ich echt unglücklich gewählt. Es ist. Also, Mainquest ist theoretisch durch. Spieler hat gesagt, Story ist durch. Story ist durch. Es ist theoretisch einfach so ein. Es ist halt wirklich mehr so das Spiel noch abschließen. Da.
Hauspokal. Das ist mehr das. Das ist einfach so offiziell das Schuljahr abschließen, so. Nervigste Teil in den God of War. Oh no. Nee, ich hatte Game durch. Der letzte Boss war scheiße. Ich hatte keinen Spaß mit dem letzten Boss. Der war nicht so gut designt. Warum nicht so lang? Weiß ich auch nicht. Aber so theoretisch, also rein theoretisch das hier. ZAGs, ne? Aber ich habe ja schon Diplom von ZAG. Von dem her brauche ich kein ZAG mehr. Ich bin doch schon Magier ersten Grades. Hä? Ich weiß nur gerade nicht, wo ich den habe. Sonst würde ich den einfach hochhalten. So, guck mal, ich habe ZAGs. Fuck you. Ich habe aber letztlich keine Ahnung, wo ich den hingelegt habe. Ich bin verpeilt, okay? 7 von 10. Nein. Wenn ich jetzt übelst mega Harry Potter Fan würde, würde ich mutig 8 von 10 geben. Bin ich nicht? Ich finde die Welt interessant. Das Spiel war okay. Warte, wir machen das in den Ding. Warte. Wir speichern. Ich gehe in den Titelscreen und sage nochmal alles, was mir nicht gepasst hat. Mal das offiziell. Zurück zum Hauptmenü. Yep. Gibt's irgendwo hier Credits? Nee, nicht zusätzliche. Pff, keine Ahnung, whatever. Hallo. So. Story ist eigentlich okay. Am Anfang war Gameplay eigentlich ganz lustig. Es ist okay. Aber mein Problem war, man hat sehr schnell, sehr früh im Spiel alle Dinge gesehen, die das Spiel zu offern hat. Und das bedeutet einfach, es ist mega schnell dann, dumm gesagt, langweilig. Weil ich einfach alle Gegnertypen in den ersten 4 Stunden gefühlt gesehen habe. Und dann waren es halt alles die gleichen Gegnertypen. Die anderen Bosse fand ich ein bisschen besser, aber die waren halt auch immer die gleichen. Die anderen Bosse. Also es war entweder ein Spinnenboss, die Statue als Boss, irgendein random normaler Zauber, der ein bisschen mehr Leben hat als Boss. Es ist so. Man hat sehr schnell alles gesehen. Und deswegen ist es für mich vielleicht eher so eine 5 von 10. Das Spiel macht immer noch Spaß. Es ist nicht scheiße, aber es. Man hat es schnell gesehen. Bin ich ehrlich. Nur Ideen für 20 Stunden hast. Ich meine, die Sachen, die sie eingeführt haben, ist halt okay, aber sie hätten halt nicht. Sie sollten dann den Spieler nicht direkt von Anfang an zuschmeißen mit guck mal, das haben wir alles. Weißt du? Sondern nach und nach sagen, hey, guck mal, das ist jetzt neu. Und halt erst später im Spiel das einfügen, so im Sinne von, ja, jetzt kannst du das machen. Aber es war halt sehr schnell von wegen Fliegen. Fliegen alle Zauber. Und dann Zauber waren auch Requirements für Hauptquests. Also hast du die eh alle direkt durchgespammt. Ich frage mich ja, wie Nase das hier durchgespammt hat. Wer war so, oh, ich müsste kurz Zauber holen. Okay, Zauber geholt. Hauptquest weiter. Die Welt ist schon dafür da, dass du sie erkundest. Aber dafür huckt mich halt die Welt an sich doch zu wenig, als dass ich Bock hätte. Meine Tierwesen war okay. Ich hätte lieber gehabt, dass man nicht mit, dass man die legit pettet. Das, ohne Scheiß, das stört mich, dass man die Tierwesen mit einer Bürste 3 Kilometer weiter weg einfach so, wie eine Bürste ist magisch, kann die petten, hui. So wegen, warum? Das würde legit für mich einfach einen ganzen Punkt mehr geben, wenn ich die einfach legit selber petten könnte. Also der Charakter, die aktiv petten würde. Und beim Füttern auch eine Hand hinhalten würde zum Füttern. Das hätte mir direkt einen Punkt mehr gemacht. Das wäre geil. Aber nö, haben sie nicht. So. Wir sind gerade sehr mies ausgebaut. Außerhalb von dem, was in den Büchern korrekt vorkommt. Konkret vorkommt. Ja. Sie haben ja viele Zauber eingebaut und so.
Die ganzen Geheimnisse sind schon offengelegt. Sie haben sicher was ausgedacht, aber es war für mich schon extrem früh so klar. Also es war auch nicht so ein mega krasser Plot-Twist von der Story her. Und eben der letzte Boss fand ich gar nicht lustig. Also ich fand den nicht gut. Ich habe geweint für Fick. Because er war ein guter Charakter. Er war gut geschrieben. Aber ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sich das vielleicht wie sich das mit Dings noch entwickelt hätte, mit Ominous. Das habe ich jetzt nicht. Ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal, wenn ich Bock habe. Aber ja. Ja. Ich glaube, das sind so alles, was ich zu sagen habe zum Spiel noch. Story war okay. Sie war nicht mega übelst krass, aber sie war okay. Oh ja. Ja, ich würde sonst einfach sagen, ich danke fürs Zugucken. Ich werde euch jetzt nicht mehr weiterschicken, weil es ist fucking spät. Ich glaube nicht, dass irgendwer von meinen Dings... Ist das irgendwo online? Ich kann mal gucken. Also irgendwer... Nase ist online. Ich will jetzt nicht Nase raten. Das ist halt doof. Ich möchte ungern wenn die raten, wenn ich einfach direkt abhaue. Und ich werde vermutlich gleich einfach direkt abhauen. Vielleicht komme ich noch kurz in Discord oder so. Aber ich habe eigentlich, will ich nicht mehr unbedingt irgendwas gucken. So. Wir machen einfach so fertig.